Die Alphabet bzw. Google-Aktie hatte sehr, sehr schwierige Woche. Man konnte die ganze Zeit beobachten, dass der Kurs der Aktie immer weiter nach unten gesunken ist. Dann kam auch noch dieses Jahr 2023 das Thema mit ChatGPT dazu, also der KI-Hype, wo man ganz klar gesagt hat, das ist der Google-Killer. OpenAI hat eine krasse Software entwickelt. Microsoft partizipiert an dieser Software und wird dementsprechend Google vom Markt kicken mit ihrer eigenen Suchmaschine mit Bing. Und trotzdem kann man jetzt aber in der letzten Woche beobachten, dass der Aktienkurs von Google bzw. Alphabet, wie auch immer man es nennen mag, immer weiter nach oben steigt. Und auf die Gründe, warum, weshalb, werden wir jetzt heute eingehen. Und wir werden auch logischerweise die wichtigste Frage beantworten: Ist jetzt immer noch ein guter Zeitpunkt, um in Google einzusteigen? Ja oder nein? Und wie immer ist das Ganze natürlich keine Finanz- oder Handlungsempfehlung. Du musst selber entscheiden, was du mit deinem Geld anstellst. Aber falls du dich jetzt insgesamt für Aktien, Kryptowährungen oder Investments interessierst, dann kannst du natürlich gerne meinen Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibst du immer up to date. So, wir beginnen hier einmal mit dem Grund, warum ist denn überhaupt die Google-Aktie so stark gestiegen? Und das lässt sich zum Glück sehr, sehr leicht erklären, denn Alphabet oder Google, wie auch immer man es nennen mag, hat verkündet, dass sie eine Kooperation starten mit dem Startup Midjourney, und das ist ein Artificial Intelligent Startup, das auch sehr, sehr cool aussieht. Also die machen zum Beispiel anhand von Texten kann man hier solche Bilder kreieren. Hat vielleicht der eine oder andere von euch auch zum Beispiel bei Instagram gesehen, da gab es auch so einen Hype, jetzt auch mit ein paar anderen ähnlichen Unternehmen. Die Webseite von denen, wenn ihr mal da drauf gehen wollt, vielleicht auch für viele ITler von euch sehr, sehr interessant, sieht echt cool aus, da kann man auch so einiges machen. Also definitiv sehr, sehr positiv. Und das Krasse an dieser ganzen Geschichte ist halt eben, dass hier auch neue Features dazukommen sollen zu Google Docs, aber auch zu Gmail. Das wird natürlich auch sehr positiv sich auf Google auswirken insgesamt. Und zusätzlich zu diesem Announcement ist auch noch einmal hier verkündet worden, dass endlich nach 3 Jahren bei YouTube TV, kannst du ja mal gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob du das Ganze nutzt oder nicht nutzt. Ich persönlich nutze zum Beispiel YouTube TV nicht, aber trotzdem hat man jetzt hier announced bzw. verkündet, dass der monatliche Preis von $65 auf $73 steigen wird, und das wird sich auch logischerweise natürlich auf die Einnahmen von Alphabet gut auswirken können. Dann werden auch die Gewinne steigen können. Das ist natürlich sehr, sehr positiv. Daher ist die Aktie auch so ein bisschen gestiegen. Wenn wir uns jetzt hier einfach mal den Tageschart anschauen in US-Dollar von Google, sehen wir natürlich auch, dass der Kurs hier wirklich sehr, sehr schön gestiegen ist. Also insgesamt, wenn wir uns das hier mal anschauen, ist der Kurs hier um knapp 14% nach oben gegangen. Ist natürlich immer noch keine Rallye wie bei vielen anderen KI-Unternehmen oder Technikunternehmen, die jetzt um 90, 100% gestiegen sind. Was mir persönlich aber ganz gut gefällt, das heißt, wir haben hier jetzt noch keinen parabolischen Move, bei dem man jetzt davon ausgehen muss, dass die Aktie wieder sehr, sehr stark einbricht. Ganz im Gegenteil, wir haben hier eine sehr, sehr gesunde Bewegung, eine sehr, sehr gesunde Preisbewegung. Wir befinden uns hier immer noch in diesem Aufwärtstrend. Also das heißt, ihr seht, das Ganze wird hier immer wieder zwischendurch angetouched oder angetestet. Wir haben hier bei den MACD-Linien immer noch einen Aufwärtstrend, ein sehr, sehr gutes Momentum. Es gibt leider jetzt ein paar kleinere Probleme, die ich jetzt immer noch sehe. Und zwar haben wir hier ein paar Key-Levels, wie zum Beispiel die 200-Tages-Durchschnittslinie und diese Resistance-Linie, die natürlich sehr, sehr schwer wird zu durchbrechen. Zusätzlich beim RSI-Indikator im Tageschart sind wir langsam aber sicher nach dieser kleinen Rallye schon im Überkaufbereich, was natürlich darauf hindeuten wird, früher oder später, dass wir hier wieder nach unten fallen werden. Was für den einen oder anderen vielleicht auch positiv erscheinen mag, ist, dass wir endlich hier diese Abwärtstrendlinie durchbrochen haben. Aber man merkt natürlich schon beim Kurs, dass hier, also wenn man sich jetzt diese Kerze mal anschaut, sehr viele Verkäufer reingesteppt sind und den Kurs wieder sehr, sehr stark nach unten gedrückt sind. Wir sind jetzt zum Glück immer noch über dieser Abwärtstrendlinie. Aber man merkt schon, dass es für Google oder für den Kurs der Google-Aktie sehr, sehr stark ist, hier weiter eine Rallye fortzuführen. Wir hatten hier auch zwischendurch ja mal Fake-Breakouts bei diesem Abwärtstrend, wo der Kurs dann wieder sehr, sehr stark eingebrochen ist. Kam schon ein paar Mal vor. Aber man merkt jedes Mal, wenn wir zu dieser Trendlinie gelangen, bricht der Kurs ja regelrecht sehr, sehr stark ein. Und da hat man natürlich jetzt erstmal Sorgen, ob das Ganze jetzt wieder passieren wird, ja oder nein. Trotzdem muss ich sagen, bin ich bei Google insgesamt sehr, sehr bullisch eingestellt. Also ich persönlich muss auch offen, ganz klar kommunizieren, ich habe Positionen bei Google offen, ich habe bei Comdirect eine Position offen, ich habe bei Trade Republic eine Position offen. Da gucke ich immer wieder, ob ich vielleicht den Einstieg verbessern kann, ja oder nein. Bleibt für mich natürlich logischerweise sehr, sehr interessant. Wenn wir uns jetzt hier aber auch zum Beispiel den Wochenchart anschauen, dann sehen wir auch, dass wir hier endlich uns in einem, ja, positiven Momentum bewegen. Also dass das hier sehr, sehr langsam und gemächlich steigt.
Und ich glaube persönlich, und das ist meine Prognose, dass die Google-Aktie am Ende des Jahres höher stehen wird als am Anfang des Jahres. Ich glaube, die wird schon nach oben steigen. Das wird jetzt nicht so eine krasse Rallye sein wie bei Nvidia oder Tesla oder bei irgendwelchen anderen Unternehmen, die auf einmal hier diese parabolischen Moves haben. Ganz im Gegenteil. Dafür ist meiner Meinung nach aber bei Google das Risiko sehr, sehr überschaubar. Es ist halt eine Cash-Cow. Man muss sich jetzt keine Sorgen machen, auch wenn eine starke Rezession kommt, dass ja, Google oder Alphabet irgendwann vom Markt verschwindet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und auch jetzt, wenn wir uns wirklich im Wochenchart mal den RSI-Indikator anschauen, dann sehen wir, dass das Ganze hier wirklich im grünen Bereich sich befindet. Wir sind noch nicht im Überverkauft oder im Überkaufbereich. Wir sind hier genau in der Mitte und daher kann ich mir auch vorstellen, wenn ich jetzt hier wieder den Tageschart aufmache, dass wir hier immer noch diese zickzackartigen Bewegungen weiter sehen werden, dass der Kurs sich weiter so nach oben bewegen wird. Für mich entscheidend, werde ich dir auch jetzt mal verraten, worauf ich achten werde, ist hier einmal dieses Level, diese Resistance-Linie mit der 200-Tages-Durchschnittslinie. Wenn Google es schafft, das Ganze zu durchbrechen, also im Sinne von wirklich das Ganze durchbrechen, dann wieder antatschen, verifizieren, dass das eine Supportlinie ist und dann nach oben geht, dann wird das für mich das Zeichen da sein, dass Google es endlich geschafft hat, den Abwärtstrend zu durchbrechen und die Rallye wirklich tatsächlich startet. Denn dann haben wir es auch endlich geschafft, aus diesem Muster Lower Lows und Lower Highs rauszukommen. Und dann kann ich persönlich zumindest davon ausgehen, dass wir jetzt endlich in einer Bullenrallye bei Alphabet sind. Du kannst mir aber trotzdem gerne mal deine These oder das, was du glaubst, bei Alphabet unten in die Kommentare reinschreiben. Ist das eine Aktie, für die du dich interessierst? Bist du investiert? Bist du nicht investiert? Wie siehst du den gesamten Markt? Schreib mal gerne unten in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Kannst natürlich gerne den Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibst du immer up to date und wir sehen uns im nächsten Video.